So, also wir wollten in die anderen Städte gucken. Sorry, wir können einen anderen Tag wieder. Ja, okay. Gehen wir halt zu dem anderen Stall, der im Südwesten war. Schauen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber. Ja, da, Südwesten, gut, war richtig. Nochmal ganz kurz einen Blick. Inferno. Verbrennen. Ah, sehr, 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 sehr schön. 15 Schadenspunkte plus 1 bis 15 pro Feuermagiepunkt. Kostet allerdings auch 30 ZP, aber das kann Talaran inzwischen sehr gut verkraften. Das ist also gekauft. Meteorregen haben wir auch schon. So. Ja. Verbrennen. Verbrennen ist ein neuer Okay. Quickzauber. Luft. Sternfeuer. Sternfeuer ist das Luftäquivalent zu Meteorregen. Und das kaufen wir jetzt auch gleich für Mürren. Blitzstrahl haben wir schon, Sprung haben wir schon. Das war's. Sehr gut. Also, wenn wir jetzt auf eine ganze Gruppe von Monstern treffen, können wir einfach rundenbasiert anmachen und Sternfeuer schmeißen, Meteorregen schmeißen, dann müsste eigentlich alles tot sein. Wenn wir dann irgendwo hinkommen, wo wir Sachen töten können, weil hier wollen wir überall nicht bedient werden. Brauchst du ein Pferd? Blackshire. Blackshire klingt gut. Gerne. Da waren die Wolfsmenschen. Essen haben wir. Gucken wir mal, was für Aufträge wir haben. Burg Darkmoor. Wo ist Burg Darkmoor? Die wird in Darkmoor sein, hm? Also nicht hier. Hier ist Blackshire. Auch wenn das alles irgendwie klingt mit Dark und Black und was auch immer. Vorposten den Teufel, besiege den Kriegsherrn. Der Kriegsherr, war der hier oder war der in Whitecap? Asterix Grab. Rette Emanuel aus dem Tempel der Schlange nahe Blackshire. Zerstört den Altar der Werwölfe im Wolfsbau. Auch in Blackshire. Und das war schon Aufträgen. So viele Aufträge haben wir gar nicht mehr. Okay. Was sagt denn die Karte von der Gegend hier? Fast nichts aufgedeckt. Da ist ein Gebäude. Da ist ein Gebäude. Da ist der Zirkus. Gucken wir kurz zu dem Gebäude hier im Süden. Ob das der Wolfsbau ist. Wäre ganz schön nah an der Stadt, aber. Da sind ja auch alles Werwölfe. Das haben die ja schon quasi gestanden. Und wir sollen sie ja davon befreien. Also von dem Fluch, Werwolf zu werden. Bei Mond oder was auch immer das war. Du Segen. Wolfsbau. Ein übler Geruch weht vom Eingang dieser Höhlen herüber. Aus einiger Entfernung kann man das Heulen eines Wolfes hören. Hier ist mir nicht so wohl. Ja, wäre mir auch nicht bei den ganzen Schädelhaufen am Eingang. Du Schutzefeuer. Du Heldentum. Gegner sind bisher noch keine. Na gut. Sehr interessanter Wolfsbau. Oh, Schleim. Ist das bei Schleim richtig tolles? Feuer. Husch. Hälfte tot. Oh. Da sind Werwölfe. Hinten sind Schwertkämpfer. Da machen wir doch mal Inferno. 28 auf alle Ziele im Sichtbereich. Sehr gut. Und du. Sternfeuer hier drin geht nicht. Du Blitzstrahl den einen Schleim. Du. Das da. Noch irgendwas um uns rum? Nö. So, hau. Bö. Nein, die kommen nicht so weit, okay. So. Inferno. Schieß, schieß. Inferno. So, Schleim ist kaputt. Schwertkämpfer sind angeschlagen. Oh, da sind noch mehr Schleime. Okay. Und sie sollte unbedingt auf
Sollte sie nicht auf Blitzstrahl wechseln, hatte ich vorher gedacht, aber nee. Inferno. Wie viele Punkte hast du eigentlich gerade so über 23? Brauchst du allerdings auch hierfür. Wassermeister kann sie werden. Oh, das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Wegen den ganz tollen Verzauberungen und Stadtportalen, was weiß ich. Aber na gut. Du. Verbrennen sie alle. Au, oh, au. Oh. So. Kippst auch gleich um. Da kommt gleich ein Feuerball rein. Da hinten liegt nur noch ein Schwertkämpfer. Jo, sehr gut. Feuerball. Da. Flupp. Bye, bye. So, erster Raum von Gott weiß wie vielen. Leer gemacht. Schleim hat nichts dabei, okay. Die Schwertkämpfer haben ein bisschen was. Brände, Haufen, Schädelhaufen des Wahnsinns. Und hier ist alles voll Stroh. Sehr, sehr interessanter Wolfsbau. Oh, ein Hexenkessel. Magieresistenz plus 1. Sehr schön. Da kamen wir rein. Gucken wir mal hier oben. Schleim. Wusch. Nimm. Wusch. So, rote Schleime weg. Wusch. Okay, Edge-Schleim hält eine Weile was aus. Wusch. Ein noch. Jetzt aber. Sonst ist hier aber nichts außer ein paar Schuhe. Panzerstiefel plus 8. Was hast du denn so? Plus 6. Ja, tauschen. Nix. Okay. Aber wir dürften jetzt definitiv schon einen Bereich gesichert haben, wo wir schlafen können. Also wir können hier schon schlafen, was hinterhältig ist. 120. Kaputt. 142. Ja, verbrennen ist doch recht schick. Aber jetzt hat sie keinen Zauberpunkt mehr. Und alle werden krank und weg. Genau, weckt sie auf. Du Kraftheilung. Flucht, 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 Flucht. Du. Krankheit heilen. Wir wollen nicht auch noch Werwölfe werden. Du. Krankheit heilen. Und du. Krankheit heilen. Wir schlafen mal lieber draußen, ne? So, schon besser. Also, Auge, Fackellicht, Segen. Warum gehen wir eigentlich rückwärts in den Dungeon hier rein? Na gut, jetzt erstmal den Trupp töten von eben. Und danach gehen wir von dem Hauptraum aus, der große Hund nicht mit dem Stroh, nach Süden. Da geht's wohl weiter. So, wo ist der Überfalltrupp? War hier vorne irgendwo, hm? Ching. Oh, eine Krone. So, verbrennen für viel zu viel Schaden. Eisstrahl für nicht ganz so viel Schaden. Das ist abgefahren. Aber es wird auf jeden Fall Zeit. So, also du kannst nachher noch Wassermeister werden. Du kannst Feuermeister werden. Du. Ja, ich weiß nicht. Lichtexperte und dann Meister wäre schon sehr schick. Geist, was für Geistzauber benutzen wir eigentlich mit ihr? Gar keine.
Ja, also Geist können wir uns sparen. Handeln wäre noch ganz schick. Kette wäre nett, damit sie schneller zaubern kann. Keule für zwischendurch im Nahkampf rumprügeln. Aber hält sich in Grenzen. Schild wäre noch ganz schick, damit sie mehr aushält. Aber ich glaube erstmal Lichthöhe. Au, 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 au. Das hat viele Punkte gekostet. Aber wir sind nah dran an der 12. Schild, so. Du hast keine Punkte mehr, du hast keine Punkte mehr. Du hast noch 17. Musst unbedingt Axtexperte und Meister werden. Was haben wir noch? Reparieren? Könntest du wohl auch Meister werden? Kondition? Nee. Bogenmeister wäre noch schick. Aber ich mache erstmal so, dass er Panzermeister werden kann. Aber genau, wichtige Sachen zuerst. Zu Ende Waffen, hier weiter aufräumen und gucken, ob wir vielleicht ein, zwei Stufen noch rausbekommen. Auch wenn wir ja eigentlich zu den ganzen Oberbürgermeister wollten, um die Klassenaufgaben zu bekommen, aber meh. Oh, die da hinten wurden gar nicht getroffen. Okay. Jetzt müssten sie aber getroffen werden. Test. Ja, jo. 14 Punkte ist aber nicht ganz so die Welt. Okay, 14 mal 7 ist schon besser, aber... Wusch. Inferno. 28 mal 7 ist allerdings ordentlich. Kommen wir trotzdem viel zu schnell, viel zu nah. Du. Inferno. Ja, der ist noch nicht mal auf der Hälfte. Kaputt. Inferno. Was denn? Sieht ein wenig bedrohlich aus. Du. Inferno. So, jetzt kommt Single-Teil-Schaden. Weil das sind zu wenig Ziele, das lohnt sich nicht mehr wirklich. Oh, das sind ja auch noch welche. Au, au. Weg. Au, au. Hey, oh. Was war das denn? Null Punkte. Ja. Heilung. Ich hoffe, sie kommt dran, bevor sie wieder K.O. geschlagen wird. Du. Heilung. So, ganz schnell hier weg. Du. Heilung. Go, go, go. So. Kraftheilung. Da lang. Kraftheilung. Und gucken, ob wir noch einen mitnehmen können. Ah, könnte was werden. Ah, und du bist auch schnell angeschlagen. Komm her. Sehr gut. Ist aber schon ein wenig zäh hier drin. Ich denke mal, wir sollten vielleicht einen kleinen Detour machen. Also erstmal raus hier, schlafen und dann Meister in Feuer und Dingens werden. Auch wenn das jetzt nicht mehr Schaden bedeutet, aber es bedeutet eine schnellere Erholungsrate bei dem Zauberspruch zum Beispiel. Und bei ihr, ja, schnellste Erholungsrate und vor allem ordentliches Verzaubern. Da können wir erstmal richtig tollen Schnickschnack bauen, aber das machen wir dann gleich.